shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich habe vor längerem mal diesen Solo-Open-Lobby-Glitch gezeigt, wo ihr es wirklich immer schafft, alleine in der öffentlichen Lobby zu sein. Für die Leute, die jetzt neu sind oder das Video gar nicht kennen, erkläre ich ganz kurz, was es mit diesem Glitch auf sich hat. Und zwar, wenn ihr diesen Glitch anwendet, schafft es wirklich jedes Mal alleine in der öffentlichen Lobby zu sein. Könnt natürlich eure Freundin noch einladen und könnt dann somit die ganzen CEO-Aufträge und euer Lagerhäuser komplett solo, ja, erledigen und eure Lagerhäuser füllen, ohne dass euch irgendwelche Friendems euch abfacken oder sonst irgendwas. Und ihr könnt natürlich auch die ganze Biker-Organisation machen und eure Unternehmen damit füllen, beziehungsweise die Vorräte aufsammeln und danach, wenn das Lagerhaus voll ist, auch die Waren verkaufen, ohne dass euch irgendeiner stört. Aber mit diesem Glitch hat es noch ein bisschen mehr Aufsicht, und zwar, ihr könnt das Ganze natürlich auch in Jobs verwenden. Wenn ihr euch jetzt sagt, ja okay, was bringt mir das in Jobs? Das eine ist, wenn ihr zum Beispiel ein Stuntrennen fährt, das kostet ja $20.000, um dabei zu treten. Und wenn ihr aber schon merkt, so gegen Ende, hey scheiße, ich bin nur Vierter, ich habe jetzt 20.000 Euro in den Sand gesetzt und ich verliere das Rennen oder gehe nur als Vierter durchs Ziel, dann könnt ihr auch diesen Open Lobby Glitch anwenden, Solo Open Lobby Glitch meine ich. Und dann verlassen alle anderen Spieler, dann gibt es einen Lobby-Split und alle anderen Spieler verlassen dann die Lobby und ihr geht dann quasi trotzdem noch als Erster durchs Ziel und bekommt eure, ja, euren Einsatz wieder zurück im, ja, von $20.000. Also ihr gewinnt jetzt nicht das Rennen dadurch und bekommt dann die $100.000, sondern ihr rettet zumindest euren Einsatz. Das Ganze könnt ihr natürlich auch in anderen Rennen machen, wenn ihr viel auf euch gewettet habt und scheiße, ihr werdet nur Zweiter und ihr verliert einen Haufen Wetteinsatz. Und bei 30 Spielern, bei einer langen Strecke, ist es natürlich viel Geld, was ihr natürlich bekommt, wenn ihr Platz 1 macht. Dann könnt ihr das natürlich auch anwenden und werdet am Schluss auch noch Erster. Das könnt ihr auch in Deathmatches oder Capture oder sonst irgendwas anwenden. Und bei manchen Sachen in Los Santos Customs braucht man ja eine gewisse Anzahl an gewonnenen Rennen oder sonst irgendwas. Und wenn man das halt dort anwendet, für die Sachen, für Lackierungen oder Chromfelgen, gerade für Captures oder LTS, da gibt es auch die ganzen Chromfelgen, wo man sich freischalten kann, wenn man eine gewisse Anzahl an Jobs gewonnen hat, dann kann man das natürlich anwenden, um so die ganzen Sachen Los Santos Customs auch freizuschalten. Wir haben das jetzt aber ein bisschen anders gemacht und da möchte ich jetzt erstmal den, ja, den Moto-Club Damon Lords grüßen. Ich habe den Link mal unten in die Videobeschreibung reingehauen, weil die suchen noch aktive Mitglieder für ihre Biker-Organisation. Schaut da einfach mal am besten vorbei, wenn ihr Bock habt auf so einen, ja, so einen Biker-Club da beizutreten und da aktiv dabei zu sein. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Der Link findet ihr unten natürlich in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Weil die waren dabei und viele, viele andere auch noch. Also wir haben die Lobby echt voll bekommen. Übrigens, ich habe das davor, das Ganze bei mir bei Facebook angekündigt. Das heißt, wenn ihr auch in meine Facebook-Gruppe beitreten möchtet, um sowas vielleicht auch mal mitzumachen oder sowas, oder euch gegenseitig zu helfen, gerade für diesen Glitch, wo ich euch jetzt zeigen möchte, dann tretet auf jeden Fall bei mir bei Facebook bei. Der Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Also ich habe jetzt einfach mal 30 Leute zusammengetrommelt und wir haben einfach mal so ein kurzes Rennen gestartet. Und die Grundvoraussetzung war, dass jeder $10.000 auf der Hand hat, damit wir nachher, wenn wir das Rennen starten, dass jeder auf sich $10.000 wettet. Als wir das dann gemacht haben, haben wir einfach das Rennen gestartet und die Leute, die eigentlich wussten, wie der Glitch funktioniert und auch den Wettbetrag bestätigt haben, die haben danach den Lobby-Split gemacht und waren danach alleine in einer Lobby, also quasi im Rennen. Also zum Teil haben wir, hat jeder, der das gemacht hat, 140.000 Wetteinsatz bekommen oder 170.000 haben wir geschafft. Und wenn wirklich jeder gewettet hätte, dann hätte es wirklich jeder von den 30 Spielern über $200.000 Wetteinsatz bekommen. Und für, ja, mal 30 Leute, das ist ein Haufen Geld, wo man damit auf jeden Fall machen kann. Ihr könnt es natürlich auch gern irgendwie mit eurer Crew dann absprechen oder mit euren Freunden, dass ihr das zu viert oder zu fünft macht. Da kommt zwar nicht so viel Geld dabei rüber, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Oder wenn ihr das mit irgendwelchen Friendems macht, dann tretet da einfach bei. Und wenn ihr merkt, hey, ich werde gar nicht Erster, könnt ihr trotzdem 10.000 auf euch wetten und am Schluss einfach den Lobby-Split machen und ihr bekommt den kompletten Wetteinsatz, weil das Spiel denkt, ihr seid Erster. Und ihr bekommt wirklich einen Haufen Geld. Zusätzlich bekommt ihr noch das Geld und die RP für das, dass ihr das Rennen, ja, beendet habt als Erster. Und es ist wirklich richtig viel. Das ist so eine kleine Geldmachmethode oder Money Glitch ist jetzt nicht wirklich. Aber ihr könnt auf jeden Fall damit einen Haufen Geld machen. Gerade wenn ihr viele Rennen fährt und merkt, hey scheiße, ich werde nicht Erster. Dann macht es einfach und ihr bekommt einen Haufen Geld. Die anderen Spieler sind dabei nicht benachteiligt. Also keine Angst, wenn ihr sagt, boah scheiße, jeder verlässt die Lobby, die fucken uns voll ab. Nee, jeder bekommt trotzdem auch weiterhin sein Geld. Und das ist halt auch gut so, nicht, dass ihr verlässt und andere leiden darunter. Also das tut absolut gar nichts zur Sache. Noch einen kleinen Tipp, falls ihr den Lobby-Split mehrmals hintereinander machen wollt, dann kann es sein, dass wenn ihr den Monat nach vorne stellt, dass es dann ja nicht klappt. Dann müsst ihr einfach 2 Monate nach vorne stellen und dann 3 Monate. Jedes Mal, wenn ihr das macht, müsst ihr einfach immer einen Monat zusätzlich nach vorne stellen.
damit es auch klappt. Es kann natürlich bei vielen Spielern ab und zu einem CE-Fehler kommen, aber keine Angst, mein Gott, dann startet ihr halt GTA 5 neu und macht das Ganze nochmal. Und ich erkläre euch jetzt ganz genau nochmal den ganzen Glitch, wie der funktioniert. So. Ja, und bevor es jetzt endgültig losgeht, möchte ich mich nochmal ganz kurz bei allen bedanken, die da mitgemacht haben, die meinem Facebook-Aufruf gefolgt sind, weil es ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass sich dort jeder Zeit nimmt, wenn Zeddy mal was will oder so. Erstmal fettes Dankeschön an euch, das zeigt mir einfach, dass ihr die beste Community seid, die es, glaube ich, auf der ganzen Welt gibt. Und ja, hat mich übelst gefreut, dass die Teil- oder Anteilnahme so groß war. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns jetzt erstmal in der ganz normalen Lobby getroffen, alle zusammen, und ich habe ein kurzes Rennen gestartet. Ich habe jedem gesagt, dass er die 10.000 Dollar auf die Hand nehmen soll, damit er ja genügend Wetteinsatz hat, damit der Glitch bei jedem wirklich richtig gut funktioniert. Und als wir es dann gestartet haben, hat natürlich jeder das Maximale, also 10.000 Dollar auf sich selber gewettet, nicht auf andere Wetten, wirklich nur jeder auf sich selber. Danach haben wir das Rennen gestartet, haben dann ganz kurz gewartet, bis die Zeit abläuft, dass wir wirklich das Rennen starten können, und haben dann unser PSN-Menü geöffnet und sind dann auf Einstellungen gegangen, ganz runtergegangen auf Datum und Uhrzeit, sind dann oben auf Datum, Uhrzeit, Zeiteinstellungen manuell einstellen und sind dann dort in dieses Menü gekommen. Haben dann einen Monat nach vorne gemacht, haben das mit X bestätigt, haben wieder die PlayStation-Taste gedrückt und sind zurück nach GTA Online gegangen. Und wie ihr seht, dann habt ihr ewig lang so einen Freeze-Bildschirm. Natürlich, je mehr Leute dabei sind, desto länger dauert es. Aber ihr müsst einfach nur in diesen Freeze-Bildschirm abwarten, bis die Zeit so ein bisschen abläuft, bis wirklich jeder die Sitzung verlassen hat. Und wie ihr es dann seht, alle verlassen das Spiel, ihr seid automatisch auf Platz 1 und könnt jetzt nur noch ganz normal das Rennen zu Ende fahren und habt den kompletten Wetteinsatz. Also da haben wirklich manche Leute zwischen 140 und 170.000 Dollar bekommen, hätte natürlich jeder gewettet und hätte natürlich jeder Wetteinsatz mit X auch noch bestätigt, dann wäre das viel mehr Geld gewesen. Und das könnt ihr dann wirklich bei jedem anderen auch machen, also wirklich bei jedem Job. Ich habe das Ganze mal bei Lost vs. Damned gemacht und innerhalb einer halben Minute oder so habe ich einfach mal 5.000 Dollar bekommen für eigentlich nur diesen Lobby-Split, was ich extrem geil finde. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich wollte euch da auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten oder euch mal zeigen, was so alles möglich ist oder was noch möglich ist. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat, und wenn es so ist, würde ich mir natürlich jetzt tierisch über ein Like freuen. Und ich bin jetzt an der Stelle raus und ich wünsche euch mal einen schönen Start ins Wochenende. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.